Ja, hallo, willkommen, mein Name ist Daniel P. Und ich begrüße euch zurück zu Let's Play Tales of Graceseth. In der letzten Folge sind wir in Telos Azur angekommen. Ne, Quatsch, davor in der Folge sind wir in Telos Azur angekommen. Dann haben wir uns Telos Azur angeguckt. Dann haben wir Emerald getroffen, die sich jetzt auch hier uns angeschlossen hat. Weil sie eine Möglichkeit weiß, wie wir Sophie wieder retten können. Oh ja, und Sophie ist ein Humanoid, nur so nebenbei. So, wir müssen zur Forschungseinrichtung. Und hier ist es geht Wissensrettung. Mua. Emerald, are the humanoids we see strewn about here also Protos Haste units? They are similar, but fundamentally different. These are Elith-powered, civilian-use humanoids, just like Sai. So the ones that can fight are called Protos Hastes? Strictly speaking, that is not correct. When we reach the laboratory, you'll understand. Wow, Emerald. You know stuff even Pascal doesn't. It makes me really confident that you can help Sophie. I assure you that I will. Okay. Das war eine Ansage. So. So, und wie möglich. Okay. So, ich habe gesehen, als ich gerade geguckt habe, mal so flüchtig. Wir können NATO kaufen. Wow. Mein Geld. Okay, übertreiben es mal nicht so. Was können wir mit dem NATO machen? Wow, was? Ich brauche unbedingt mehr von diesem Zeug. Tofu-Meat, so Suppe und den NATO können wir gar nichts machen. Boah. Doch hier. NATO-Reis. Einfach so, so. Na gut. Warte mal, jetzt habe ich nicht geguckt. Quest. So gehe ich eigentlich hier rein. Schokopudding, okay. Schokopudding. Falsch. So. Schokopudding. Schoko-Zitrone. Schoko-Zitrone schmelzen. So, warte mal hier. Ja, Lebensgewinn. Lassen wir erstmal so alles. Also auf Level 5, dann reicht das schon. Ja. Dann mal wieder raus. Zur Region 13. Das ist doch, glaube ich, der Ort, wo wir letztens waren, wo wir uns hinverirrt haben. Das passiert ja uns, mir. Euch tut keine Schuld, ich bin einfach nur so. Und ein Eiszapfen. Yo, ich habe eine Idee. Ich sollte vielleicht mal, weiß ich nicht. Essen kann ich nicht. Verdoppeln, oder? Na klar kann ich das. So, wo ist das? Dieses Miso, und den ich Muschel. Nee, ich habe mehr. Nicht Brot, nicht unser Tier. 1, das ist voll Kacke. So, Brot hier, das kann man gebrauchen. 99,9%, das heißt, wir müssen jede Minute irgendwie ein Brot bekommen. Also gut. So, da müssen wir, ne? Bekannte Einrichtung, jo. Bekannte Region, okay, das sagt mir gar nichts. Super. Trauben, wieso sind hier Trauben? Oh, jetzt noch eine Truhe. Feinstes Fell, geil. Nein, hier richtig, okay. This is the Humanoid Research Center. I will warn you again. If you value your lives, please use extreme caution while inside this facility. Ach, I just hope their machines still work so we can help Sophie. Come on, let's get inside and see. Ach, ich kann mir nicht vorstellen, dass all I can hear is my heartbeat, but I'm still alive. Trust will only betray. Hope will only disappoint. We must remove all hope and return it to the planet. To the planet's soul, Lambda. Okay. Richard hat schon wieder seine emotionalen Momente und jetzt ist hier ein Squid. Squid, was? Skid. Zentrale Zutat. Sophie, are you hurt? Do not worry. It is fine. It is not suffering per se, merely reacting. Reacting?
Protos Haste is sensing the movements of a dangerous being in your home world of Affinia. Wait, she is capable of such a feat? Yes, this is what it was designed to do, alongside its other capabilities. Stop talking like that! Sophie is not an it! That's enough, Sharia. Our world is in grave danger. Let's heal Sophie and get back there as quickly as possible. Ja. Sie spürt, was Richard da für emotionale Momente. Das macht mir Angst. Okay. Okay, wir sind in dem Gebiet, wo die Musik aus irgendeinem Grund so richtig laut ist. So, jetzt hört sich gleich mal im Vergleich die Kampfmusik an. Es war der Unterschied irgendwie. Vielleicht muss ich mal noch die gleichen Angriffe jetzt spammen. Verbrennen. Okay. Au. Hey. Komm, du bist einfach gegen Feuer, also komm her. Genauso Viecher, die sich wieder verdoppeln können, super. Deum. Und what? Hier komm. Mein Gott, komm her. That weapon of yours is quite distinctive. It's a Straten military secret. I can't speak of it. Extravagante Mode-Ikone. Hä? Abgelehnt. Warte mal, das geht mal noch nicht zu Ende. So, der hier. Oh. Ja. Wie bekommt man den Titel? Ich war noch gar nicht in der Gruppe oder so. Egal. Oh ja, ich. Oh Gott. Okay. Oh. Das Steuerungsgerät. This wall is a little different from the walls around it, so that could mean. Keine Ahnung. Shutter. If that's the case, then there must be a device somewhere that controls it. Yes, let's find it. Okay, gehen wir am besten in den Raum, der direkt hier in der Nähe ist. Das ist auch wieder so ein Mini-Irrgarten. Ich hasse es, weil es irgendwie mehr als eine Gabelung gibt. Habe ich Probleme. Da drücken wir einfach irgendwas auf ein Gerät mit antiker Technologie, von dem wir keine Ahnung haben. Wird schon klappen. Theo! In der Flash! Ey, gut. Ich weiß gar nicht, ob ich Vierer-Dinger spam. Hier. Wenn man die auch mal sieht. Außer in den elf Schieben. Ja. Feuer! Verdammt! Aber schneller. Spürsinn. Tugendaura, Adepten. So, langsam kommen die Titel wieder. Ja, würde ich, dass die nicht kommen würden, aber schon. Ihr wisst es nicht, okay. Weiter. Brot, geil. Ja. Gehen wir hier rein. Muss ja ein Raum sein, nicht irgendwie ein Weg. Jo. Oh ja. Hier gibt es eine aufgeladene Batterie mitnehmen, jo. Mehr als eine kann ich, glaube ich, nicht mehr mitnehmen, ne? Ich tausche mal meine aufgeladene Batterie gegen die aufgeladene Batterie auf. Das bringt auf jeden Fall. Ja. Oh Gott. Hui. Abklinge. Aber ich glaube, die Attacke trifft immer. Ja, wo sich der Gegner befindet. Das ist richtig geil. Jetzt sollte ich auch A-Arzt ein bisschen hochleveln. Wir sind auch auf Ladebatterien. Ja. Brauchen wir die wohl?
So, eine verbrauchte gegen eine aufgeladene austauschen. So, dann nehmen wir uns direkt eine aufgeladene mit damit. Um uns Wege zu ersparen. So. Dann mal gucken. Wo wir uns diese Aufzug hin? Vollkommen egal, wir benutzen ihn so oder so. Wo ein Ziel. So. Ich hätte mir vielleicht merken sollen, wo ich jetzt war. Wird überhaupt keine Probleme verursachen, habe ich das Gefühl. So, U1. Sind wir hier. Hi. Sind wir weg da. Feuer! Feuer! So, nochmal. Feuer! Feuer! Ah, nee. Nexa. Gleich den hier machen. Ja, dafür, dass wir die so schnell wegkriegen, machen uns aber noch Schaden. An ständigen. Oh Gott. Der heilt. Bisschen. Und zack. You're not doing so bad there yourself, Asbel. Himmelssäbel-Adeptin. Jetzt kriegt sie irgendwie voll viel Titel. Schon niemand auf. Nee, okay. So, ja, mein Stern, der unseren Namen trägt. Diese Einheit sieht aus, als würde sie noch funktionieren. Oh, zeig mal. Jawohl, läuft noch ganz ordentlich. Du scheinst dich ja gut mit Zeug auszukennen, kleiner Bruder. Ich habe mich auf der Militärakademie unter anderem eingehend damit beschäftigt. Ich musste der Klassenbeste sein. Weil du die Brillenschlangenfraktion vertreten musstest? Was ich war meine Brille lustig? Ist das dein Ernst? Nein, weil es für mich in Frage kam. Nicht in Frage kam, etwas anderes als die Nummer 1 zu sein. Obwohl. Ja? Wenn ich jetzt darüber nachdenke, ist es schon fast komisch. Was? Erst habe ich mich so angestrengt, um mit meinem Adoptivvater recht zu machen. Und später wollte ich mich an Land rächen. Weil sie dich zur Adoption freigegeben haben? Genau, es hat lange gedauert, bis ich die Wahrheit über meine Adoption akzeptieren konnte. Aber als es soweit war, war ich wütend auf Land und auf meinen Vater. Es war das Einzige, woran ich denken musste, konnte. Dann stimmt's doch, also das Sprichwort. Not macht erfinderisch. Ja. Ich weiß allerdings nicht, ob das hier zutrifft. Obwohl ich zugeben muss, dass ich ganz schön schockiert war, als ich zurück nach Land kam. Wie das? Als ich an die Macht kam, sah ich, wie schwierig die Arbeit meines Vaters war. Schließlich war Lands politische Lage noch nie die sicherste. Warum hast du da nicht einfach das Handtuch geworfen? Ehrlich gesagt, weiß ich es nicht. Ich schätze, ich wollte der Welt beweisen, dass ich es schaffen konnte. Damit du dich rächen konntest und so? Ich glaube nicht, dass es das war. Es lag wohl auch nicht daran, dass Land meine Heimatstadt ist oder ein wichtiger strategischer Punkt für Strata. Ich glaube, ich wollte einfach meine Gefühle auf den Grund gehen. Vielleicht war es etwas noch viel Grundlegenderes. Zum Beispiel? Puh, das kann ich dir auch nicht sagen. Das würde alles verderben. Wieso das denn? Du wirst es schon verstehen. Mach dir keine Sorgen, wenn du es sagst. Ja, Antriebsmodul. Und Freund von Land. Zeig mal. Ja. Was du jetzt? So. Direkt aufrüsten. So. Eine Truhe. Traubengummi. Was haben die eigentlich mit ihren Trauben? Ich hätte mich vielleicht... Ja, ich hätte mich heilen sollen. Verdammt. Aha! Na gut. Ich habe immer noch eine Batterie, die irgendwo eingestöpselt werden sollte. Nein. Erstmal unten links. Brot! Ich bin schon gleich wieder am Ende des Parts, mein Gott. Die Zeit verfliegt, wenn man Spaß hat.
Buch des Austausches. Dieses Zauberbuch wird das verdiente Gehalt. Stellt auch professionell dazu endet wieder. Ja, nein. Okay, let's do this. Okay. Wie könnt ihr es wagen? Ja. Aua. Wieso bin ich so lange gestunt, mein Gott. Hat schon getroffen. Ach so, du konntest mich überraschen. Ich habe dich gesehen. Eigentlich habe ich eine sinnlos irgendwo hat gedrückt, aber es hat geklappt. Ich bin froh. Ihr seid doch gegen verbrennen, oder? Jo. Und zack, Grabklinge. Und Grabklinge. Und verdammt. Zack. Ja, ich tue ein bisschen Spam, ich weiß. Warum bekomme ich so wenig FP? Was soll das? Okay. So, ich würde irgendwo. Ist ja nicht irgendwo noch ein Speicherpunkt in der Nähe? Das wäre Wunderbärchen. Natürlich folgst du mir bis dahin, um mir den Weg abzuschneiden, ne? Boah. Schwabbel, schwabbel, schwabbel. Okay. Mach mal in den Raum. Einen Kutt. Alles explodiert. Ruhe. Hilftrank C. Irgendwie benutze ich die nie. Aber ich sagen, wir machen hier einen Schnitt. Und ich sehe euch dann in der nächsten Folge. Vorher jetzt bei Tales of Graces. Ich bedanke mich herzlich für's Zuschauen und sage ciao.